Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann. Mutter umgebracht, Stadt in Brand gesetzt, Selbstmord begangen. Das sind jetzt alles nicht so die Super-Eigenschaften, ne? Collective ball, famous also famous number one desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in the air, that's how I roll. Morgen, ich bin gerade dabei, mein ehemaliges Kinderzimmer sozusagen mal ein bisschen aufzuräumen und zu sortieren. Meine Mom hat mein Bett und so auch hier umgestellt, aber ich finde, jetzt sieht es irgendwie einiges schöner aus. Und ja, ich finde es immer so cool, eigentlich hier zu sein und auch so ein bisschen in Erinnerungen zu schwelgen. Und hier habe ich halt auch meine ganzen Zeitschriften und Magazine und so noch. Und irgendwie hänge ich da noch total dran an diesen ganzen Sachen. Oder da seht ihr auch meine ganzen DVDs und ich frage mich immer, was macht man jetzt auch damit? So, guckt ihr doch DVD. Und halt hier auch auf dem Land sozusagen zu sein, ist halt schon echt immer sehr entspannt. Da könnt ihr mir auch mal schreiben, lebt ihr denn auf dem Land oder wohnt ihr in der Stadt? Weil ich glaube, es gibt halt ja einfach noch mega viele Menschen, die auf dem Dorf leben oder halt dann ja in so Umkreisgebieten, wo dann halt eigentlich nicht so viel los ist wie jetzt in Berlin oder Köln. Aber ich muss sagen, in letzter Zeit schätze ich das auch immer wieder, mal hier zu sein und einfach so versuchen, ein bisschen runterzukommen. Ich kann euch ja jetzt mal hier das Zimmer ein bisschen zeigen. Also es ist wirklich nicht ordentlich und es ist auch nicht wirklich schön. Das hier ist sozusagen mein Bett. Hier mein Audrey Hepburn-Bild und hier einfach ein riesiges, chaotisches Regal mit meinen ganzen Zeitschriften. Oder hier sind auch meine Gossip Girl Bücher, die ich wirklich, früher gesuchtet habe, weil ich einfach diese Glamour-Welt so toll fand. Und hier meine ganzen DVDs. Hier geht es dann auch weiter mit noch mehr Zeitschriften. Also ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich immer echt dafür so ausgegeben habe. Aber mich hat das halt echt früher so stark fasziniert. Hier steht jetzt auch ein Fernseher, der wahrscheinlich nicht wirklich gebraucht wird. Und ja, hier ist auch noch so ein bisschen Chaoskram. Eigentlich gehört das Regal hier hinten dran. Nicht sonderlich spannend. Ich hatte ganz früher ein richtig kleines Zimmer und das ist ja jetzt wirklich relativ groß eigentlich. Ansonsten weiß ich gar nicht. Ich werde heute noch so ein bisschen was am PC machen, aber auch eher nochmal so ein paar Ideen und Sachen sammeln, auch gerade jetzt für nicht YouTube, sondern für Instagram, weil ich Donnerstag bei einem Vortrag war und ich habe jetzt das Gefühl, dass Instagram sozusagen jetzt auch eigentlich sagt, nö, wir sind jetzt keine Fotoplattform, sondern wir möchten jetzt auch eine Videoplattform werden, aber in Hochkant sozusagen. Und dann muss man gucken, was man da für Content macht und ich habe da eigentlich auch eine Idee. Ich kann es euch ja mal hier sagen, ich würde gerne so eine Art, wie so eine Mini-Schnelles-Style-Talk, aber wo man auch den Leuten jeden Tag vielleicht sogar wie so Nachrichten erzählen kann. Also so drei wichtige, aber so ein bisschen, dass es auch Leute interessiert, die sich vielleicht nicht dafür interessieren würden. Das wäre so ein bisschen mein Goal. Da müsste ich aber halt auch so eine Redaktion finden, mit der ich vielleicht zusammenarbeiten kann, die mir halt seriöse, recherchierte Nachrichten geben, weil ich da jetzt ja nicht so der Profi bin. Aber keine Ahnung, das wäre so ein bisschen meine Idee. Lasst gerne mal Input da, ob ihr euch zum Beispiel sowas jeden Morgen anhören würdet. Und ansonsten wollte ich mal gucken, mein Fuß geht es jetzt schon wieder ein bisschen besser, ob ich vielleicht Fahrrad fahren kann oder Inliner fahren. Und jetzt werde ich gerade angerufen. Ich melde mich später nochmal. Take you around today.
editing, which is basically what my vlogs mostly consist of, so not much really different. I feel like if you really, really want something, there's no point in denying yourself because you're just going to think about it and crave it anyway, but it is something that I'm a bit more conscious of now. And ich habe mich jetzt auch mal fertig geschminkt und ansonsten habe ich sehr viel Zeit noch vorm PC verbracht. Und ich hatte auch ein kleines Breakdown, weil ich so eine süße E-Mail bekommen habe. Also ich bekomme in letzter Zeit wirklich sehr viele Nachrichten auch auf LinkedIn oder per Mail von euch. Und die sind immer super lang und das liebe ich, wenn sich Leute auch so richtig Zeit dafür nehmen. Und da habe ich tatsächlich eine Mail von einem Schüler bekommen, also von Konstantin, falls du das siehst. Und das fand ich wirklich total cool, weil er gesagt hat, dass ich ihn motiviert habe, dass er sich in der Schülervertretung engagiert. Aber er hat auch ein paar andere gute Dinge und Punkte angesprochen, die mich jetzt ja noch sehr beschäftigen. Und da muss ich sagen, auch wenn ich euch immer versuche zu zeigen, dass man mutig sein soll, heißt es nicht, dass ich ein perfektes Beispiel bin, weil ich habe auch immer noch vor super vielen Dingen Angst. Und ich glaube, auch wenn ich mittlerweile gelernt habe, sehr flexibel und agil zu sein und auch immer neue Sachen zu lernen, weil ich das Allerwichtigste finde, dass man nie aufhört zu lernen, habe ich trotzdem Angst vor der Zukunft und habe auch manchmal Angst, wenn ich bestimmte Entscheidungen treffe, dass die sehr krasse Auswirkungen auf meine Zukunft haben und ich dann manchmal gar nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, sozusagen. Und gerade auch, sei es um so Dinge wie Nachhaltigkeit oder sowas, da finde ich super schwierig, weil es immer auch sehr viel damit zu tun hat, sich mehr Zeit zu nehmen und auch sein Leben in gewisser Weise auch einzuschränken. Und da bewundere ich super viele Leute. Und ich finde das immer noch eine super schwierige Sache, da so eine Balance zu finden. Ja, sorry, dass ich auch immer über dieses Thema rede. Aber irgendwie kreist das immer so um mich rum. Aber das war ja so ein Gedankengang, den ich mit euch teilen wollte. Ich werde jetzt noch diesen Vlog schneiden und wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Ich hoffe, ihr guckt Fußball. Ich muss sagen, ich bin ja eigentlich nicht so der riesen Fußballfan, beziehungsweise ich glaube auch, dass sie immer weiter Fußballligen und sowas erfinden, damit die noch mehr Geld aus der ganzen Sportindustrie ziehen können. Aber bei der WM muss ich sagen, da mache ich auch auf jeden Fall mit, weil ich liebe es einfach, dieses Gefühl mit anderen Leuten zu feiern, gut gelaunt zu sein und ich kann mich ja für sehr viele Dinge begeistern. Deswegen auch für Fußball. Und deswegen werde ich auf jeden Fall die deutsche Nationalmannschaft dann anfeuern. Und ich wünsche euch dann, wie gesagt, noch einen schönen Tag, Abend und bis ganz bald. Tschüss!